Hallo, mein Name ist Dirk Steinkamp. Ich bin seit 2000 im Produktmanagement im Bereich Investing bei der Comdirect tätig. Heute würde ich Ihnen gerne kurz und knapp zeigen, wie Sie einen Comdirect Wertpapiersparplan einrichten und ändern können. Mit einem Wertpapiersparplan können Sie bereits ab einem monatlichen Sparbetrag von 25 Euro langfristig Geld investieren. Sie können anlegen in Aktien, in Fonds, in ETFs und auch in Zertifikate. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie in nur 5 einfachen Schritten den Sparplan einrichten können. Dazu ist ein Depot notwendig. Wenn Sie in Ihrem persönlichen Bereich eingeloggt sind, gehen Sie über Geldanlage, Wertpapiersparplan, Sparplan einrichten. Als erstes legen Sie die Gesamtsparrate fest, die monatlich von Ihrem Konto automatisch abgebucht werden soll. Im nächsten Schritt wählen Sie Ihre Wertpapiere aus. Sie können in unserem Sparplan verschiedene Wertpapierarten miteinander kombinieren. Der Vorteil ist, dass Sie dabei das Risiko streuen können. Bitte beachten Sie dabei, dass eine Sparrate von mindestens 25 Euro je Wertpapier notwendig ist. Übrigens, wenn Sie noch nicht wissen, in welche Wertpapiere Sie investieren wollen, schauen Sie einfach in unseren Informer. Dort finden Sie alle nützlichen Informationen zu den besparbaren Wertpapierarten. Wenn Sie auf Weiter klicken, können Sie festlegen, ob Sie Ihren Sparplan dynamisieren lassen wollen. Dynamisierung bedeutet, dass einmal im Jahr die Gesamtsparrate um einen von Ihnen festgelegten Prozentsatz automatisch erhöht wird. Wenn Sie auf Weiter klicken, können Sie die allgemeinen Sparplandaten erfassen. Als erstes haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Sparplan einen frei wählbaren Namen zuzuordnen. Dann wählen Sie das Kaufintervall. Das kann monatlich, zweimonatlich oder vierteljährlich sein. Als nächstes bestimmen Sie den Kauftag. Den können Sie zum Beispiel davon abhängig machen, wann Sie Ihr Gehalt bekommen. Im nächsten Schritt legen Sie das Datum des ersten Kaufes fest und Sie können, wenn Sie Ihren Sparplan zeitlich begrenzen wollen, ebenfalls ein Enddatum für den Sparplan festlegen. Als letztes legen Sie fest, von welchem Konto der Anlagebetrag abgebucht werden soll. Im letzten Schritt können Sie Ihre eingegebenen Sparplandaten noch einmal kontrollieren und diese schließlich mit Ihrem gewohnten TAN-Verfahren freigeben. Wenn Sie bereits einen Sparplan eingerichtet haben und darin Anpassungen vornehmen möchten, zeige ich Ihnen nun, wie das geht. In der Übersicht Ihrer Sparpläne klicken Sie bitte auf Ändern. Hier können Sie nun neue Wertpapiere zu Ihrem Sparplan hinzufügen oder Wertpapiere aus Ihrem Sparplan entfernen. Sie können maximal 10 Wertpapiere in Ihrem Sparplan gleichzeitig besparen. Unten auf der Seite können Sie Ihre Gesamtsparrate neu festlegen. Bitte beachten Sie jedoch, dass pro Wertpapier weiterhin 25 Euro bespart werden müssen. Sie klicken auf Weiter. Wenn Sie im ersten Schritt die Gesamtsparrate angepasst haben, können Sie nun die einzelnen Sparbeträge neu verteilen. Ebenso können Sie die Dynamisierung der Sparrate neu festlegen. Im letzten Schritt überprüfen Sie noch einmal Ihre Änderung und geben diese mit einer TAN frei. Noch ein Tipp: Auf comdirect.de/Wertpapiersparplan finden Sie alle Informationen noch einmal übersichtlich zusammengefasst. Ebenso finden Sie dort eine Übersicht der von unseren Kunden favorisierten Wertpapiere. Diese können Sie auch gleich Ihrem Sparplan hinzufügen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, schauen Sie auf unsere Website, melden Sie sich bei unserer Kundenbetreuung oder stellen Sie Ihre Frage ganz einfach hier in den Kommentaren.